Moin Moin, hier ist die Schwarmutter Heinrich der Löwe und ich habe mich gerade sehr aufgeregt bei der Mission Das letzte Gefecht der Space Wolf. So, wir starten es mal und dann gehe ich darauf ein. The data concealed in the servo skull led the Space Wolves to a prize beyond all others, a sacred seal of the Emperor of Mankind. It was a relic of such immeasurable majesty that even the disorderly were silenced by its presence, and as one, they kneeled before it. This was a prodigious success, but a pyrrhic one as well. Hemmed in by swarms of newly awakened gene stealers, the squad was certain to be overrun if they stood and fought. Fully aware of the value of his discovery, the Wolf Lord ordered an immediate withdrawal. However, time was against him. Naja. So, starten wir mal. Bestätigen. Dann gehen wir noch mal ganz kurz. Irgendwie konnte ich noch ausrüsten. Jo. So, ich hab nur die Karte. Na gut. Ja, komm, zurück. Bereits. Denn bei dieser Mission gibt's einen tollen Punkt, den man mir am Anfang nicht erklärt hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum meine Plips verschwinden. Das gilt als gesicherte Zone. Und die Plips, die ich nicht ausspielen kann, die werden zerstört. Und komischerweise gibt es da ein, zwei Punkte, da konnte ich die Plips halt nicht ausspielen. Warum auch immer. War so ein Vorhängeschloss vor. Wahrscheinlich, keine Ahnung warum. Muss ich vorher die Tür öffnen. Und deswegen hatte ich sehr viel Plips verloren. Na gut, gucken wir erstmal das Video. Look upon this relic, brothers. It is ours. The seal of the Emperor. Never has a great hunt come upon an object of such significance. My lord. The Xenos do not revere it as we do. Just by scan reads a huge swarm gathering about us. We will not die here and leave this noble artifact to their predations. Prepare to exfiltrate. No, the teleport summoner fails. We will have to stand our ground. Then let us ensure the seal is kept secure in its reliquary. I will guard the door myself. Brothers, I command you, stand firm. No Xenos shall approach the hallowed relic while a wolf still draws breath. Tierquäler. Da so ein Wolf oder Bär auf dem Rücken. Ui. Das wurde bei mir vorhin gar nicht geladen. Okay, da teleportieren sich die Terminatoren. Die sollen wir töten. Und ein Skriptor dort im gesicherten Raum. So, jetzt passen wir mal auf. Platziere die Anfangsplips. So, bei mir war, also hier ging's. Hier, warum auch immer, habe ich Plips gesetzt. Und das war noch nicht wenig. Ich glaube auch hier so ein Dreier-Plip und ein Zweier-Plip oder irgendwie sowas. Und dann konnte ich dann die nicht benutzen. Die waren verschlossen. So, dann wusste ich nicht warum. Hier steht's: Plips in ein Spawnpunkt werden am Ende der Aktionsphase zerstört. Die Betroffene vom ziehenden Kessel, bla bla bla. Ach, das ist hier gesichert. Dieses, oder was? Nee, das ist meine Maus. Okay. Ich gucke mit der Kamera. Okay, das lassen wir auch mal so. Hm. Auf jeden Fall, wie gesagt, das hat mich tierisch geärgert. Der nächste Punkt, wir haben zwar einen Brutlord, ne? Aber erstmal haben wir ja Plips. So, ich setze die oben rechts nicht hin. So, hier setze ich einen hin. Und hier setze ich auch einen hin. Wie ich die KI kenne, wird sie gleich genauso agieren wie vorher auch. Der wird hier Runden lang, ganz viele Runden lang, ihn hier blockieren. Brothers, hold the line. Give no quarter. Ah, gib nicht nach. Stirbt ihr Viecher. So, darf ich jetzt endlich... Nein, erst müsst ihr marschieren. Okay. Oh, dieses Ruckeln im Ton, das nervt mich gerade echt ab. Okay, er agiert doch ein bisschen anders als vorhin.
So, wandle Plips um. Ja, machen wir auch. Lege 6 neue Karten. Umwandlungsphase. Erhalte 1 zusätzlichen Plips. Ach komm, machen wir. Ach, jetzt hat er den da gesetzt. Okay, das ist was anderes. Das ist, Ah, hier war ein Ausrufezeichen. Ja. Ah, da wo ein Ausrufezeichen ist, kann ich keinen hinsetzen. Pass auf, weil verschlossen ist. Was für ein Fuck. Das heißt, ich kann mir gar nicht aussuchen, wo ich den hinpacken will. So, jetzt will man kurz spielen, ne? Damit er nicht weggeht, spiele ich ihn einfach mal aus. Aber er ist ja eh... Kommt hier nicht weiter. So. Den spielen wir auch mal aus. Und den machen wir gleich. Aufdecken, komm. Ah ja, ich muss darauf drücken. So. Ich gehe einfach mal ein Feld weiter. Nicht, dass ich da Platz machen muss. Och nein. Och. Habe ich den an der Hand gehabt, aber ich komme jetzt. Hat sich das Symbol hat sich nicht geändert, also daran liegt es nicht. Und Karte spielen. Kann ich die Karte nicht spielen? Ja, nicht. So, ich versuch's nochmal. Wir gehen jetzt dahin. Und dann versuche ich nächste Runde nochmal das Geschütz kaputt zu hauen. Aber das geht nicht. Da werde ich mich gleich wieder aufregen. Das weiß ich jetzt schon. Teleport Summoner is active. The signal is clear. Be ready. We will soon quit this rusting tomb. Ja, ja, die wollen halt abhauen, ne? Die haben halt das Artefakt gefunden, was sie haben wollen. Und wollen abhauen. Okay. Die KI behält ist nicht so ganz dasselbe wie davor. Hä? Da hat er überhaupt nicht gemacht. Aber beklage ich mich nicht. Aber er hat ja hier abgesichert. So, wandle zwei Plips um. Achso, der eine, den wir da hingesetzt haben, der verschlossen war, ist jetzt auch wirklich zerstört. Und da können wir jetzt auch keinen setzen. Hier könnten wir setzen, macht aber keinen Sinn. Beim Ende der Runde ist es ja eh weg. Und wir sind da nicht... Ja. Nicht safe. Ich kann nur hier Leute kommen lassen. Es ist doch ein Scheiß. Entschuldigung. Also die Mission gefällt mir hier gerade gar nicht. Da holen wir noch ein bisschen Kruchzeug. Wie gesagt, letztes Mal hatte ich dann schon in der Anfangsphase einen Brutlord. Das ist richtig nice. Aber hier... Ach, Schulze. Egal, dann gehen wir nur 5 Felder. Da flamet, dass sich die Balken biegen. Da ich mit denen zuerst gegangen bin, ja, hätten wir jetzt hier noch 2 Aktionspunkte. Habe ich natürlich verschenkt. So, viel wichtiger ist, den will ich killen. Geht nicht. Kein Ziel verfügbar. Alter, ihr wollt mich echt verarschen. Natürlich ist es da ein Ziel. Das ist eine scheiß Kanone, die mir verfickt nochmal wehtut. Und dann ist es kein Ziel. Wir müssen mit ihnen irgendwie klarkommen. Kann immer nur 6 Felder, ne? Wir überlegen. 1, 2, 3, 4, 5 und ein Schlag. Weil dann kommt er von hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Schlag und dann kommt er von hinten.
Aber vielleicht können wir mit denen einfach ein bisschen Angst machen. Ich pack den einfach mal dahin. Weil zum Skriptor reinkomme ich ja eh nicht. Einfach nur ein bisschen Angst machen. So, dass die sich vielleicht besser hinstellen. Oder vielleicht ihn blocken. Dass die anderen vielleicht ein bisschen weiterkommen. Joa. Und dann würde ich gerne nochmal... Oh, Ziel auf den Zweier. Oh. Das ist, die heben wir doch auf. Da spiele ich doch nicht aus, nein. Dann hoffen wir mal, dass wir noch eine Karte kriegen und daraus ein Reaper-Fax kommt. Weil wenn ich jetzt 6 Karten ziehe, dann kriege ich wahrscheinlich die Karte nicht nochmal mit den Reaper-Fax. Und die hätte ich doch schon gern. So, ihr Kack-Marines. Was macht der? Er geht weiter. Er geht zurück. Und setzt den Gang unter Feuer. Okay. Ja, da halt im Vordersten kann das sein. Oh, oh, oh. So, warte mal ganz kurz. Was haben wir dazu gekriegt? Ah, immer noch ein Einer-Plip. Das ist jetzt Ausrufezeichen. Ich krieg da immer noch keinen. Oh, das ist so... Oh, ich hab einen Zweier-Plip. Da hinten. Da kriege ich immer noch keinen raus. Es ist einfach Kacke. So. Ihmchen. Das Gute ist jetzt, diesmal gibt es alternative Wege. Dann nutzen wir das auch mal. Der Flamer kann da nicht alles kaputt schießen. So, dann spielen wir die Karte aus. Ein Zweier-Plip haben wir ja. Und das Skriptor kann das da nicht ewig halten. So, der hat nichts zu tun. Ach ja, Ansicht geht ja nicht. Da hast du diese Ansicht und ja. No risk, no fun. Oh, jetzt haben wir ihn frontal. Jetzt haben wir keine Chance. Ja, gerade hatten wir eine 60%ige Wahrscheinlichkeit oder so. Und jetzt haben wir eine 27 und das war's. Die Seite, die er uns zugewandt hat, war schon nett. Aber wir haben ihn nicht gekillt. Schade. Ich würde sagen, wir gehen einfach dahin. Der könnte sich höchstens umdrehen. Und dann könnte der nächste vielleicht den Flamer erwischen. So. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? So. Ja, brauchst nicht hinzeigen, wissen wir. So, die nächsten. Einer geht mal in diese Richtung. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. 1, 2, 3. 4, 5, 6, nein. Oh, dann das Fehlsignal. Oh ja, wir lassen das mal dagegen anlaufen. Komm mal her. Ja, kaputt machen kann ich es nicht, aber es kann auf mein Vieh schießen. Nur das liebe ich ja. Und wie ich an den noch reinkommen soll, das weiß ich immer noch nicht. Aber, na gut. Warte, Kart hat mal ausgespielt, den Reaper-Fax, ne? Genau. Wie bewegen sich die Marines? Der Sergeant hat oben aufgeräumt. Dürfen wir eh da oben nicht spawnen. Wahrscheinlich, weil dann die Space Marines zu leicht unter Druck geraten würden. Aber jetzt geht er doch die andere Richtung.
Das verstehe ich jetzt nicht. Der blockiert den Weg, der geht da lang und der fällt da. Und hat mein Vieh getötet. Sackratte. So, wir haben einen Reaperfax, das ist ganz toll. Das ist eine Sackratte. Ich meine, ich könnte es schaffen, ihn zu killen, ne? Oh, wenn ich den verliere. Hier oben kann ich immer noch nicht spawnen. Wir müssen erstmal umwandeln, komm, bevor wir irgendwas machen. Dann haben wir gleich hier einen Zweierclip. Da können wir immer nichts machen. Dann die zwei dahin. Einmal dahin. Runde beenden. So, der Freundchen kann natürlich 8 Felder gehen. Das finde ich auch toll. Schnell mal ausbrüten. Naja, ist er sonst tot. So, wie viele Runden haben wir noch? 16. So, hier kannst du mal die Tür aufmachen. Und ärgere den Skriptor ein bisschen. Oder denken, dass da jemand ist. So. Dann geht's weiter. Hier machen wir mal die Tür auf. Aber wenn er jetzt hier hinschießt, dann geht er die Flamme nur bis da, ne? So 3. So ein Tetris-Stein hier, so ein Dreier mit so einem mittleren. Wenn wir da hinrennen, haben wir 3. Wir haben nur noch 3 AP, dann lassen wir das mal. Jetzt hätte ich die Tür mal aufgemacht und geguckt, ob ich dann da spawnen kann. Würde mich ja interessieren. So. Ah, wer macht da ein Barbecue ohne dich, ne? Der hat dich nicht eingeladen. Das ist frech. Warum kann ich jetzt nämlich nicht, Achso, ich müsste mich nochmal bewegen. So, ich hoffe, das Skript hat nicht allzu viele Punkte, weil... Muss ja mal kaputt. Oh. Ach so, das kann ich kaputt machen? Das kriege ich kaputt. Oh, warte mal, Schnucki. Da, warte mal. Das versuchen wir gleich nochmal. Ich hoffe, er kümmert sich um das Fehlsignal weiter. Da bin ich gespannt. So, dann sind wir auch quasi durch. Oh nein, sind wir nicht. Ich hab noch was vergessen. Die müssen auch nochmal schnell kommen. So, jetzt sind wir durch. Trinken ist alles natürlich doof. Komm, stell dich drauf, Sergeant. Stell dich da auf meinen Spawnpunkt. Du wirst der Hammer, wisst ihr. Jetzt macht da das davor. Stimmt, der wurde abgebrannt. Oder ist abgebrannt. Dann dreht der sich gleich um und macht hier safe. Okay. Er guckt nach da. Warum ist der Plüpp verschwunden? Hat der Sergeant gesehen, dass er da... Kannst du mir mal nicht erzählen. Kannst du mir mal kräftig in der Puppe schmatzen hier, du. So, was haben wir hier? Ziele auf einen Plüpp. Jetzt enthält es 2 Jeans dir. Oh, das ist natürlich gut.
klicke alle Karten ab. Ach komm, wenn ich jetzt auf irgendwas ziele, kann ich auch gleich hier den spielen. Wir haben noch welche im Clip? Ich glaube, das ist ein Zweier, ne? Mal ganz kurz. Ah! Das ist ein Zweier. Das ist ein Einser. Ja, gut. Also kriegen wir ja drei raus. Ach komm. Wandeln. Dann würde ich auch diesmal hier nochmal zwei und da unten einen. So. Die Tür aufschlagen, warten wir noch eine Runde. Weil wir können die hier noch ein bisschen besser positionieren. Vielleicht kriegen wir dann noch den Flammenwerfer-Heini mit. Wie gesagt, der Skriptor muss endlich mal aus der Puste kommen. Jetzt haben wir hier den Reaper Fex. Ah, da warten wir hier nochmal eine Runde. Der Sergeant hat keine Waffe. Vielleicht bleibt er da einfach nochmal stehen. Tut ein bisschen doof. Wir tun auch doof und bleiben hier mal stehen. So, hier haben wir noch ein Signal. Und das Signal, das schicken wir einfach hinter den Hyperfix her. Wir hätten hier auch was aufmachen können. Ach komm, zeig dich. Ich hätte auch mit dem Hyperfix hier durchhauen können. So, nächste Runde. Zug des Gegners. Warte, warte, warte. Diesmal gibt es aber keinen Punkt, den er... Ja, kein Punkt, der vom Skriptor aufgehoben wurde. Oh, hier haben wir einen Dreier-Plip. Oh, den nehmen wir einfach mal. Den wandeln wir um. Drei Freunde. Und ich würde sagen, wir packen die hier hin. Das Fehlsignal kommt man nochmal nach unten. Du. Nun erstmal Ihmchen. Aber wenn man jetzt weiß, dass man die Plips ausspielen muss, ne? Achso, und die 8. Vergessen das mal. Und dass man keine Plips dahin setzen soll, wo ein Ausrufezeichen ist, dann klappt das auch ein bisschen besser. Da muss ich mich nicht so stark aufregen, aber ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe oder ob das Spiel mir das überhaupt nie erwähnt hat. Weil indem man sowas nicht erwähnt, kann man auch die Spielzeit verlängern. So, 1, 2, 3, 4, 5, ach scheiße, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich kann machen, was ich will, scheiße. Ich brauche eine bessere Karte. Ich will eine Karte haben, dass wir nächste Runde irgendwie alle... Ich spiele die einfach mal aus. Dass wir alle vielleicht 8 Punkte oder 2 Punkte dazu kriegen. Haben wir sowas? Ja, im nächsten Zug 2 Aktionspunkte für Gene Stealer. Gilt nicht für Biomorph. Brutlord. Der kann ich mit leben. Dann geht das nächste Runde ab. Ups, da. Wir können hier 1, 2, 3...
Schnucki. Aber jetzt hier. Alter, ist das ein Space Marine oder was? Oh, hat er kaputt gemacht? Die Türen sind noch offen. Oder müssen wir noch einen Schalter kaputt machen? Hier ist noch einer. Und hier ist noch einer. Warte mal ganz kurz. Geh nochmal dahin. Oh, den mach kaputt. Haben wir auch. So. Hier öffnet sich aber keine verfickte Tür. Aber die sind offen. Ich guck gerade noch, ob irgendwo ein Schalter ist, den ich vielleicht übersehen habe. Nee. Ist keiner. Wir können jetzt frontal durch, aber es bringt mir nichts. Frontal. Haben wir jetzt Freiwillige? Nee, ne? Brauchen wir einen Freiwilligen. Aber bis der da ist, ist Weihnachten. Ich weiß ganz genau, wenn ich hier mich reinstelle, macht er die Tür auf und knallt ihn ab. Und wenn nicht, dreht er sich in die Richtung. Da brauche ich irgendwas, irgendein Kruppzeug, das das kaputt macht. So. Aber bis der da ist, sind zwei Runden weg. Das ist irgendwie auch blöd. So, mal überlegen. Reaper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir gehen. Ach komm, ich riskiere es einfach. Kann ja nicht alles flamen. So. Dann werden wir gleich hier ein bisschen Verluste hinnehmen müssen. Aber der Herr kann ja nicht alles. Ja, 6. Haha. Ja, doch. Komm, wir packen ihn einfach hin zum Stören. So. Mehr kann der ja nicht. So, ihn packe ich schon mal ein bisschen näher ran. Da muss einer ihn töten und der andere kann flamen oder so. Und dann mal gucken. Na? Der kommt nicht weiter. Hier haben wir nichts. Ich kontrolliere lieber nochmal. Wir brauchen ja alle, die wir haben. Also solange der nicht tot ist, brauche ich nicht mal ihn zum Sergeant zu schicken. Ich will übrigens den ersten Schlag von hinten haben. Und mal gucken, was er macht. Geht er zurück zum Sergeant? Oder kommt er jetzt hier hinten rum, um mir den Weg abzuschneiden? Was macht der Skriptor? Ja. Der Skriptor öffnet die Tür. Boah, dieses Tonknacken. Es tut mir leid. Aber ohne Musik ist auch scheiße. So, die haben ihn jetzt... Wollte ich schon sagen. Ja. Und du? Was war das für ein Kunstwerk? So, wandle. Oh ja, wir wandeln mal schnell irgendwie Karten in Plips um. Was haben wir hier? Ziel auf den Dreierplip. Im nächsten Zug wird das ein Brutlord. Die heben wir mal auf und spielen die hier. Die wandeln wir mal um. Das ist ja nicht uninteressant. Dann haben wir kommen mit einmal ein bisschen Risiko fahren. So. Er weiß, dass wir kommen. Ach, ich habe doch die Karte gehabt zum Scheißen. Wo die zwei Aktionspunkte haben. Aber wir brauchen trotzdem mit ihm noch zwei Runden. Ich will ihn einfach als Kanonenfutter davor hinballern. So. Drei. Ja, schön durch da. Jetzt können wir mal sehen, ob das Arzt auch heilen kann. Und ja, kann er. Respekt. Das geht.
Heilt er auch mich jetzt? Okay. Dann müssen wir erstmal den Arzt ausschalten. Jetzt weiß ich, wie man den Arzt spielen sollte. Da habe ich damals nicht aufgepasst, gebe ich ehrlich zu. Und hat er abgewendet. Dreht sich um. Kann ich mit leben. Und dann kriegt er jetzt von der Seite einen drauf. Zack. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, er kam mir jetzt irgendwie näher. Okay, ich weiß nicht, ob er es überleben wird. Den Jeans-Stealer packe ich einfach mal dahin. Er macht nichts Tolles, kann nichts Tolles, wird nichts Tolles. Jo, er bleibt auch da stehen. Freut sich seines Lebens. Das Fehlsignal beruhigt dich eigentlich hier. Komm, schick mal da durch. Bum, bum, tot. Ah, hat sie aufgelöst. Na, egal. Ist nur ein Signal. Und dann packen wir dahin. Denn den hier zu knacken, das wird nicht leicht. So, und wir haben ja unser Reaperfax. Jetzt, mein Freund. Haben wir noch eine Karte, womit wir einfach Türen öffnen können? Dann haben wir nämlich einen Aktionspunkt mehr. Oh, Ziele auf einen Turn. Bis zum nächsten Zug kann er sich mit einem Würfel verteidigen. Oh, kann ich das spielen? Mal gucken, ob es das was bringt. Sesam, Reaper dich. 4. So, ich bin gespannt. Wahrscheinlichkeit von hinten 47%. Und wir haben schon ihnen so einen Verteidigungswürfel weniger gegeben, ja? Keine Chance. So, was haben wir jetzt für eine Wahrscheinlichkeit? 11. Ja, nee, du. Da renne ich nach Mama. 11%. Ja gut, die Nahkämpfer wird nicht so leicht. Da müssen wir echt viele, viele Jeans-Dealer hinschicken. Und, ja, killen. Aber die sind ja unterwegs. So. Komm, packen wir die aus. Oh, wir haben noch viele. Upsala. Schnell raus mit euch. Die brauchen wir auch gerade. Ich wette mit euch, also wenn das jetzt mein Sergeant gewesen wäre, mit Schild und Energiehammer, ne? Der wäre tot. Der wäre sowas von tot. Ja. Ah, da haben wir nichts. Hier haben wir alles gespielt. Gut. Zwei echte Brocken noch dabei. Den Skriptor kann ich im Nahkampf nicht einschätzen, aber er macht alles richtig. Braucht da unten noch mehr. Oh, Reaperfax von hinten? Reaperfax von hinten? Nö. Aber er macht gleich im Nahkampf einen Platz. Ja, ist okay. You dare sully that which is the glory of the old father. Death will be your reward. Große Schnauze, hast du mal einen gekillt, ha? Adap, 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 adap. Ziel auf den Dreierblip und es wird... Nee, den nehmen wir bald, ne? Minus 1 im nächsten Nahkampf können wir auch gebrauchen. Zwei Aktionspunkte brauchen wir auch. Weil so viel kann ich gar nicht ausspielen. Oh. Ja, die wandeln wir mal um. Gibt nicht viele Truppen, aber... Egal. Dieses Ding, das nervt mich so dermaßen... Der verteidigt dich. Ich komme nicht von hinten ran. Wenn diese scheiß Konsole existiert. Ich könnte vielleicht mit ihm... Nee, das macht alles keinen Sinn. So. Da vorne kommt immer... Dürfen immer noch keine... Leute raus. Das ist einfach so nervig.
Ups, war falsch. Das war richtig falsch. Das habe ich ihn kaputt gemacht, ne? Och, ey. Was nun los? Zieh die mal ab. Vielleicht bringt der Brutlord da mehr. Zieht auf den Dreierblip und es erscheint alles. Und den schicke ich da nochmal hin. Hast du von hinten eine bessere Wahrscheinlichkeit? 66%. Nein, eben nicht. Dann dreht er sich um. Und habe ich noch irgendwen... Nö, dann komm, weißt du was. Oh, so kommt er noch an. 2, 4. Nee, komm. Wir gehen auch nochmal sicher. So. Und die holen wir einfach mal ran. Nichts mehr, ne? Ach, die Tür ist zu. Ich wollte die Tür doch mal öffnen. Ah. Ja, der kann nichts machen. Der kommt an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Schlag haben wir. Eins, zwei, drei, vier. Ne, komm. Wir machen schon mal auf. Ja, wir machen schon mal auf. Aber bleiben dann inaktiv. Wohl, er könnte so einen Zauber noch nehmen. Gab's ja was. Die bleiben brauchen wir noch. Achso, jetzt kann ich das nicht nehmen. Ach, keine Ahnung. Aber wenn man den Sergeant immer zum Drehen bringen, verbraucht er ja auch schon mal Punkte. Noch ein Brutlord. Sind wir schon dran? Lege alle drei Karten ab, ziehe eine neue. Ach komm, brauche ich nicht. Oh, die ist gut. Ich habe sie gespielt, oh Gott sei Dank. So, ich will mal hier hinten die Tür öffnen. Einen brauchen wir da oben. Eins zu. So, ja. Da ist noch einer drin. Da hingesetzt, dass er eine nicht hier, doch da ist er. Mensch, geht das Match schon lange, aber wir haben erst 9 Runden. 9 Runden. So, hat sich gedreht. 1, 2, 3, 5. Ah! Erst nächste Runde, aber nächste Runde wird er wahrscheinlich wieder mal in meine Schussrichtung kommen. Den kommen wir auch mal nicht. Aber ist egal, wir haben jetzt 2 Freiwillige. Die melden sich und dann wird das schon passen. So. Wir brauchen da 3. Dann versuchen wir es mit dem Reaper erstmal nochmal. 47%. Nö, nicht mit ihm. Dann rennt er mal wieder weg.
So. Dann war es das mit dem Reaper. Dann machen wir das nächste. Immer schön Rücken rein. Und auch er trifft nicht. Dann rennt er weg. Dann kommt er. Jetzt dreht er sich um. Ich schicke meinen weg. So. Das ist nicht wahr. Ja, 11%. Ich hau bei 11% zu, oder was? Nö. So. Pass auf, jetzt hat er auch nur 2% oder so. Dann lache ich mich tot. 47%. Nichts. They had some great creature with them. Ah. Ja, dann hau ich wieder ab. Den wird er wahrscheinlich töten. 2, 4 und Rohrform. Da ist aber egal. So. Aber man kommt da nicht durch. Wenn ich diese Terminatoren spiele, bei den Space Blood Angels da, ne? Ey, denkst du, die halten so viel aus? Nee, Gegenteil. Und was für ein Hammermüll das ist, ne? Die übelsten Nahkämpfer kriegen nichts geschissen. So. Geh einfach mal hier hin. 2, 4 einmal schlagen. Dann gehe ich da hin. Da kommt er auf jeden Fall nicht an. Ihr habt gesehen, ich mache das schon abwechselnd, ne? Schicke ich da Leute hin und die kriegen es nicht geschissen, den mal tot zu kriegen. Wenn du immer nur irgendwie 40% bis 22%ige Wahrscheinlichkeit hast, ist das nur verdammt schwer, ne? Oh, jetzt randaliere ich hier schon fast. So, jetzt geht er wieder zurück. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der Sergeant geht zu meinem Brutlord. Oh, auch nicht. Keine Ahnung. So, wir haben neue Plips. Was haben wir da so da? Ziele auf ein Genziel. Im nächsten Nahkampf. Rotgewalt. Was zielt auf ein Genziel? Ein Plus. Im nächsten Nahkampf. Opfere Genziele und Helden entsprechende Belohnungspunkte. Ne, brauche ich nicht. Ja, wenn ich das nicht brauche, können wir das umwandeln. Machen wir wieder hier. Machen wir da. Weiter. So. Jetzt gehen wir mal. Oh, jetzt haben wir ja 8 Punkte. Haha, 8 Punkte ist gut. Können wir noch irgendwas machen? Ziele auf einen Terminator im nächsten. Ziele auf einen Terminator. Minus 1 im nächsten Kampf. So. Wir haben einen Freiwilligen. Dr. Schlitzer. 69%. Und er verkackt's. Dr. Schlitzer geht wieder hin. Außer Reichweite. So. Der nächste. Brutlord Schlitzer. Und 47% Wahrscheinlichkeit. Ah, endlich. Endlich. Hey, warte. Ich hab den Skript noch nicht. The seal is secure. No alien touch will desecrate it. Hear me. Angels of the Emperor, let not our deaths be in vain. Weil jetzt habe ich, weil ich meine Maus wegbewegt habe, nicht den Tyranniden gesehen, der angesprungen hat. Und scheiße! Ich hätte es doch wissen müssen. Wir haben das Spiel ja schon so häufig gespielt. Ah. Jetzt wären wir an den Skriptor rangekommen. Verdammte Axt. Ich habe extra die Karte aufbespart. Ich wollte oben den unbedingt töten. Aber wir hätten erst den Skriptor holen müssen, um die Nebenquest zu kriegen. Die habe ich verkackt. Jetzt wären wir rangekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweimal angreifen. Und wenn er tot ist, dann den nächsten. Der hat dann nur eine Chance.
Und er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde nur rankommen. Und der natürlich hätte überhaupt keine Chance, würde auch nur rankommen. Dann hätte ich den wahrscheinlich dann, wenn die versagt hätten, ihn nach vorne geschickt, den. Ach, Kacke. Das ärgert mich. Dass das Spiel immer dann beendet, wenn man jetzt, sag ich mal, die Hauptquest gemacht hat, dass man überhaupt keine Chance mehr hat, die Nebenquest zu machen, finde ich schade. Von der Zeit her, wir hatten, haben noch 10 Runden Zeit, da hätte man uns noch 10 Runden gewähren können, wenigstens noch das Bonus-Ding dafür zu machen. Ach, ärgerlich. Na, die Mission war schon echt schwierig, aber wie gesagt, die einzigen Punkte, die schwer waren, waren, warum auch immer, hier einige Spawnpunkte, die ich nicht nutzen konnte, und dass die Plips nach, wenn man sie reingelegt hat, aufgebraucht sind. Das war sehr, sehr ärgerlich, und dann kam noch dazu, dass man nicht am Skriptor rankommt, bis ich mal gecheckt habe, hey, man kann da den Schalter kaputt machen. Naja, also so lala, und man kann die Geschütze nicht zerstören, das ist, was ich überhaupt nicht raffe. Warum nicht? Mensch, die sind im Weg. Egal wie schlau so ein Tyrannidenvieh ist, wenn das merkt, hey, mein Bruder ist daran verreckt, dann mache ich das doch kaputt, wenn ich von hinten nicht beschossen werde. Mann, oh Mann. Ja. Vorbote des Schwarms. Errungenschaft erreicht. Ist mir aber scheißegal. Ich hätte diesen Skriptor noch sehr gern getötet. The brood endured, and its children feasted on the flesh of the dead. The rigid doctrinal ultramarines did not win the day. The secretive dark angels, forever moving in shadow, could not best the Xenos in their lair. And the fearsome space wolves finally met their match in the bowels of the forsaken Doom. The proud warriors of the Imperium have fought and won countless battles. But on board this blighted derelict, the rules of war are changed. To defeat Gene Stealers requires not only a zealous and righteous adversary, but also a cunning one. With a wider knowledge of the Tyranid threat, these deaths and defeats might have remained forgotten if it were not for the Ordo Xenos. Across the years, I was able to gather the pieces of the puzzle and prepare. All that I required was a new brand of undaunted heroes that I could guide to triumph. And so, like the quiescent monsters out in the darkness, I watched and waited. Ja, war das jetzt das Ende? Ich hätte gerne nochmal mit den Tyranniden gegen die Blood Angels gekämpft. Ja, scheiße. Das ist ein bisschen schade. Also die Kampagne der Tyranniden finde ich doch ein bisschen recht kurz. Kampagne fortsetzen, dann komme ich wahrscheinlich wieder dahin, wo ich war. Nö, das, wir sind durch mit den Tyranniden. Schade. Schade. Also wie gesagt, ich gebe jetzt mal mein Senf zu dem Spiel ab. Nochmal. Also, ich nehme auch schon mal den Part der Space Blood Angels mit rein. Also bei den Blood Angels kotzt es mich wirklich an, dass wir diese Nebenquests haben, die sich wiederholen. Zurzeit in den letzten Videos hatte ich das eher weniger gehabt, weil da einfach weniger Skirmish Minimaps rankamen. Und da ist es mir nicht aufgefallen. Aber in der Anfangsphase hatte ich sehr häufig, ja, schon dieselben Maps. Bei den Tyranniden hätte ich doch gern mehr gehabt. Also natürlich erzählen die Tyranniden keine Stories. Das ist einfach nicht ihr Ding. Die schreiben nicht was auf, das interessiert die nicht. Die rennen von A nach B, machen alles tot und da wird nichts dokumentiert. Und wenn sie den ganzen Planeten platt gemacht haben, dann gehen sie zum nächsten. Da wird nichts geschrieben, nichts gemacht. Darum finde ich es okay, dass sie immer aus der Perspektive der Menschen dann halt die Tyranniden-Geschichte erzählen. Aber sie hätten doch mal ruhig quasi das so fortführen können mit der Geschichte, dass wir jetzt eine Möglichkeit gehabt hätten, die Blood Angels aufzuhalten. Na? So die richtigen, wichtigen Eckpunkte, die wir jetzt in der Blood Angel-Kampagne haben, dass wir die halt quasi in der Tyranniden-Kampagne auch nochmal spielen hätten können, bloß dass wir sie vielleicht aufhalten. Vielleicht jetzt nicht alle Missionen, vielleicht da auch wieder auserwählt, zwei, drei Stück, dass wir dann da die Blood Angels weghauen. Ja, also so hat man die Tyranniden quasi, oder die Gene Stealer quasi nur als Vorgeschichte benutzt.
Fand ich jetzt nicht schlimm, aber ein bisschen mehr hätte es sein können. Ne? Und wie gesagt, ganz groß stört mich, also viele haben bemängelt, die Ladezeiten der KI, okay, dauert ein bisschen, aber wie gesagt, ich spiele jedes Jahr ein Total War Game, was rauskommt, und da sind manchmal auch bei Rome 2 die Ladezeiten, also ich konnte währenddessen mal einen Comic lesen. Die Ladezeiten waren so lang, ich habe immer 2-3 Seiten Comic geschafft, bis die KI endlich mal fertig geladen hat, dass es das hier noch schnell ging. Warum beschwere ich mich da nicht, was mich nur stürzt, sind diese Tonprobleme. Ich habe, wie gesagt, ein anderes Let's Play geguckt und da gab es ebenfalls Tonprobleme beim Laden, wenn das Spiel lädt und zeitgleich Ton gespielt wird, gibt es Probleme. Ich weiß nicht, ob ich das, ich muss nochmal ein Video rausgucken, aber ich denke mal, ihr hört das auch so genau wie ich und das nervt mich. Das nervt mich selber. Ansonsten macht es richtig, hat Spaß gemacht. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir das Tabletop-Spiel kaufe, wenn ich es noch irgendwo kriege. Aber ehrlich gesagt, ach, ich weiß nicht, ob ich mir das doch kaufen würde. Nee, ich lasse es auch erstmal lieber. Ich habe erstmal andere Baustellen, die ich erstmal machen muss. Ja, ansonsten, das Spiel war okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe. Aber es ist so ein Titel, da kann man gerne mal zuschlagen, wenn er so im 20-Euro-Sektor ist, finde ich. Jetzt auch mit der Kampagne von den Tyranniden, da die etwas kürzer ist als die von den Space Wolves. Und da uns eigentlich keine anderen Überraschungen... Ich habe eigentlich noch erwartet, vielleicht trifft man nochmal Orks. Vielleicht trifft man nochmal Elder. Aber ich denke mal, das heben sich, wenn, auf für DLCs. Das wette ich drum. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie ruhig hier nur mit reinpacken können. Aber mal gucken. Mal gucken, ich habe die Blood Angel Kampagne noch nicht durchgespielt. Wie gesagt, die ist natürlich länger als die von den Tyranniden. Vielleicht gibt es da noch ein großes Showdown, wo wir uns sagen, das Spiel ist geil. Richtig geil. Oberkiller geil. Aber ich will es jetzt nicht schlecht reden, ne? Ich finde nur vom preislichen, ich glaube 30 Euro habe ich gezahlt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich musste es spielen, weil ich Bock drauf hatte, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich liebe die Tyranniden, ich liebe sie wirklich. Hab sie ja früher gespielt. Und ich liebe auch die Space Marines. Wohl nicht die Blood Angels und auch nicht die Ultramarines. Mit den Space Wolves komme ich schon besser klar. Die mag ich schon eher, sind eher meine Richtung. Aber natürlich, ich liebe die Gelben, die Imperial Fists. Das sind meine Leute, die Terra verteidigt haben gegen Horus und seine ganzen Scheusalen von vom Chaos, verseuchten Truppen, die er mitbrachte. Gut. Ja, ich wäre soweit durch. Wenn ihr noch Interesse habt am Multiplayer, ich habe damals gelesen von GameStar, ich habe es gesehen, da gab es irgendwie keinen, mit dem er spielen konnte. Gab es ja noch nicht, gab es noch Multiplayer, oder verwechsel ich das gerade? Ja, muss es geben, weil hier wird ein Rang angezeigt. Ich glaube, es gab es hier irgendwo. Doch, hier. Ja, einfach Gefecht. Eine Mission betreten, Mission erstellen. Oh, Mission erstellen geht auch. Das muss ich mal gucken. Aufstellung meines Trupps. Das geht alles. Aber ich glaube, man kann... Der Missionseditor ist dabei. Das finde ich ganz cool. Aber ich will nicht meine Mission, die ich selbst gemacht habe. Aber... Ja, öffentlich. Buchen. Muss ich nochmal gucken. Muss ich mir wahrscheinlich erstmal einen Trupp zusammenstellen. Ah, hier haben sie wenigstens die Mühe. Hier gibt es die Kraken. Vier verschiedene. Ich wollte doch nochmal die Farben gucken. Vorab wäre ein bisschen toll. Levitan ist, glaube ich, Standard. Genau. So sehen die Standard-Lieden aus, die meistens so auf Covern von irgendwelchen Zeitschriften oder halt von den Modellen sind. Ja, gehen wir mal kurz zurück. Was ist denn Behemoth? Ja, das mit dem Rot, das gefiel mir nicht so. Nicht schlecht. Die. Achso, das sind die Standard, die wir hier hatten. Die gehen eigentlich auch. Ja, und da könnte man jetzt im Multiplayer mal spielen. Also wenn ihr das mal sehen wollt, wie ich im Multiplayer versage, könnt ihr das gerne mal schreiben. Dann mache ich auch mal eine Multiplayer-Kampagne gegen andere Menschen online. Ansonsten war es das erstmal hier von den Tyranniden. Und ja, ich hoffe generell, es hat euch gefallen, auch das Spiel. Auch wenn es nicht perfekt ist, aber hey, welches Spiel ist denn heutzutage perfekt, was auf den Markt kommt? Gar keins.
Naja, ansonsten könnt ihr mich gerne liken, kommentieren könnt ihr natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Infos habt. Ansonsten könnt ihr mich auch abonnieren. Und sonst wünsche ich euch noch viel Spaß, denn es kommen auch noch Blood Angel Folgen. Auf jeden Fall. Die gehen weiter, da sind wir noch nicht fertig. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.